ungewöhnliche Geschichte einer Spieluhr. Frieden finden. Kulturemblem und Zeitreise durch Frankreich, das Land der Meere und Meniere, der Schneegipfel und der Höhlenbilder, der Fabeln und der Straßenkunst, wo das Midsommermusikfest entstand. Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist, sagt Victor Hugo. Eine Abenteuerreise als erstes Lesebuch, als interdisziplinärer Unterricht und als Kunstwerk einer neuen Co-Kreativität. In dieser Geschichte wird die Geografie und die Kultur Frankreichs und seine Fabeln und Legenden zu einer spannenden und persönlichen Erfahrung. So können Kinder zum Experten und Reiseführer der Familie werden, der mit seinen Kenntnissen offene Türen und Herzen auf der Urlaubsreise findet. Und nicht zuletzt erweist sich dieses Abenteuer auch für den erwachsenen Leser als ein persönlicher Coach durch die Hochs und Tiefs des Lebens. Den Link zum Buch findet ihr unten. Antoine ist ein Junge, der sehr gerne zeichnet. Aber immer wieder war ihm gesagt worden, hör jetzt mit dem Gekritzel auf. Da nahm er schließlich das Papier und baute daraus Papierflugzeuge. So übte er sich im Fliegen. Doch viele Jahre später, an einem schönen Tag im Mai, da griff er wieder nach seinem besten Stift und begann zu zeichnen. Und so wurde ich erschaffen. Während er seine Flugmaschine reparierte, erzählte er mir von seinen Reisen, von den weiten Ebenen, den hohen Schneegipfeln und den Meeren, die dieses Land umgeben, als plötzlich in der Ferne ein Lied ertönt. Es ist Zeit zum Aufbruch. Hörst du die Instrumente? Hörst du den Taktschlag? Hörst du das Herz einen Ton höher schlagen? Die Krähen im Rhythmus der Pianos und die Zikaden mit den Saxos. Das ist das Fest für dich. Folge dem Weg, er wartet auf dich und viele Geschöpfe begrüßen dich. Ein Abenteuer genau für dich. So wurde ich ein Reisender, genau wie mein Schöpfer Antoine. Nachdem ich nun ein paar Stunden durch den Wald gewandert war, sehe ich zwei Gallier. Einer von ihnen sieht so aus, als äße er für drei. Der andere macht viel Wirbel. Zögernd gehe ich Schritt für Schritt auf sie zu. Da lächelt der Kleinere mich an und sagt, »Hallo, mein Freund, was hast denn du hier vor?« Ich erzähle ihnen meine Pläne. So fand ich meine ersten Freunde. Wir lachten viel und sie erzählten mir Geschichten von einer Zeit, deren Geheimnisse gut gehütet sind, bis es Zeit zum Aufbruch war. So kam es, dass ich voller guter Empfehlungen mich auf den Weg zu den Felsen machte, von denen meine Kameraden mir erzählt hatten. Sie nennen diese geheimnisvollen Felsen Meniere. Zum Abschied haben sie mir noch ein Fläschchen anvertraut mit einem seltsamen Elixier. Oh la la! Dieser Wald nimmt ja kein Ende. Als ich endlich den Ausgang finde, werden meine Augenlider immer schwerer. Während ich dem Flusslauf zum nächsten Dorf folge, schaue ich nach einem guten Ruheplatz aus. Am Fuß eines großen Kirchturms bleibe ich stehen. Seine Mauern schimmern in tausend Farben. Da will ich hinaufsteigen, höher und höher, bis ich die Hirten auf den Wiesen ringsum sehen kann und die Sonne, wie sie untergeht. Von der Spitze des Turms kann ich alles sehen, fern und nah. Die Neugier kitzelt meine Füße und ich kann kaum erwarten, herumzuspringen und alles zu erkunden. Aber nun bricht die Dämmerung herein und schickt mich schlafen. Ich kuschel mich in eine Nische,
Nach dem langen Marsch brauche ich auf den Schlaf nicht lange warten. Was für eine schöne helle Stimme bei Sonnenaufgang. Da steigt mir auch schon der Duft der frischen Brötchen vom Bäcker in der Nachbarschaft in die Nase. Ein Morgen könnte nicht besser sein. In der Ebene breiten sich gerade Sonnenstrahlen aus, genau wie in meinem Herz die Freude auf das Fest und den besonderen Abend. Ich summe das Lied und trabe sorglos wie ein Kind drauf los durch die Ebene. Als mir plötzlich ein heißer Atem ins Gesicht schlägt. Mit fletschenden Zähnen schneidet mir das Tier den Weg ab. Ich bin seine Beute. Das Faustrecht starrt mir ins Gesicht, mein Blut gefriert in den Adern. Ich gebe mein Ziel verloren. Hier hat meine letzte Stunde geschlagen. Mein Herz pocht hinauf bis in den Kopf. Ich verliere die Kontrolle über meinen Körper. Jede Anstrengung ist vergeblich. Ich bin wie zu Stein erstarrt. Was hat er mit mir vor? Nase an Nase mit dem Tier versuche ich mit zitternder Stimme etwas zu sagen. Kann ich vorbei? Ich möchte nur zu einem Fest gehen. Aber der Wolf scheint mir nicht zuzuhören, als plötzlich eine Fee auftaucht. Um den Wolf zu schlagen, nutze deine Stimme. Du hast gewaltig vibrierende Töne. Das ist deine Stärke in dem ungleichen Kampf. Zeig dich stark wie deine Stimme. Voll Angst im Bauch beschließe ich, auf sie zu hören. Schließlich kann meine Lage nicht schlimmer werden. Ich versuche es mit aller Kraft. Da! Ein grässlicher Ton zerreißt die Luft. Wie vom Blitz getroffen springt der Wolf zurück. Während er diesem Horror entflieht, jault er laut auf. Noch nie habe ich so etwas Scheußliches gehört. Vor dir werden alle davonlaufen auf deinem Fest. Dich kann keiner ertragen. Er schleudert mir diese Worte mit teuflischem Lachen ins Gesicht. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe begriffen, dass aus meiner Box ein Schrei herauskam, der mit einer Melodie ganz und gar nichts zu tun hat. Tränen beginnen zu rollen. Sie werden mich auslachen. Was meine ich vor mich hin? Warum habe ich bloß nicht daran gedacht? Um mich zu trösten, erinnert mich die Fee an den Mut, den ich soeben gezeigt habe. Erstaunt schaue ich sie an. Was meint sie? Plötzlich begreife ich. Tatsächlich. Ja, ich war tödlich bedroht und jetzt bin ich es, der hier noch steht. Ich bin Sieger. Da erzählt sie mir die Geschichte von einem Kind, das, obwohl es so klein war, geschafft hat, ein ganzes Dorf zu retten. Kirikou ist nicht groß, aber er ist mutig. Kirikou ist klein, aber er ist mein Freund. Kirikou ist nicht groß, aber er ist mutig. Kirikou ist klein, aber er ist mein Freund. Wir tanzen und singen entlang der Klippe. Und der frische Wind ist mein Lehrer. Ob es jemand gefällt oder nicht, ist mir jetzt ganz egal. Mir gefällt es und ich fühle mich wohl. So schnell wie sie kam, ist die Fee auch wieder verschwunden. Aber bei dieser Begegnung habe ich viel gelernt. Ich kenne jetzt meine Stärke. Erleichtert breche ich wieder auf. Ich werde nun üben und besser werden und dann auf das Fest gehen und singen, sodass alle Spaß haben, koste es, was es wolle. Die letzten Zweifel lasse ich hinter mir.
In der Ferne sehe ich nun den Ort, von dem meine gallischen Freunde gesprochen haben. Ich renne drauf zu, so schnell ich kann. Wie ich ankomme, bin ich sprachlos. Alle diese massigen Felsen sind perfekt wie Orgelpfeifen aneinandergereiht. Geheime Inschriften sind eingraviert. Aber hierüber will ich jetzt nicht nachdenken. Ich will jetzt lieber vorwärts kommen. So fange ich an zu summen. 1 Kilometer zu Fuß, das nutzt ab, 1 Kilometer zu Fuß, das nutzt die Stiefel ab. 1 Kilometer à pied, ça use, 1 Kilometer à pied, ça use les souliers, 2 Kilometer à pied, ça use. Nachdem ich mehrere Kilometer marschiert bin, breitet sich ein riesiges Marschland vor mir aus. Nicht irgendein Sumpf, es ist das Moor von Poitevin. Ich steige in ein Boot und fahre durch die Gewässer. Als ich meine Augen schließe und die Ohren spitze, höre ich dort drüben etwas. Was ist das? Ist es Vogelgesang? Solche Lieder habe ich nie gehört, in so perfekter Harmonie. Oh, das sind die Bewohner. Das ist ihre Freude. Sie haben es mit gewaltiger Anstrengung geschafft, das Wasser des Ozeans zurückzudrängen. Jetzt freuen sie sich an dem sicheren Leben auf dem festen Boden. Wie ich nun durch das riesige Marschland schiffe, spähe ich hier und da in kleine Dörfer, wo die Leute und Kinder sich in Wald und Wiesen tummeln. Als ich baden will, rufen sie: Halt! Aus diesem See schlagen Feuerflammen. Das ist der einzige See, der brennen kann. So beschließe ich, mich lieber auszuruhen. Da bemerke ich unter den Vögeln einen Raben, der in seinem Schnabel einen Käse hält. Ich singe ihm das wenige vor, das ich gelernt habe, und lade ihn ein, mich zu begleiten. Um seine schöne Stimme zu zeigen, öffnet er seinen breiten Schnabel und lässt seine Beute fallen. Als sie im Wasser landet, muss ich unwillkürlich lachen. Der Rabe, beschämt und verwirrt, schwört, jedoch etwas zu spät, dass ihn niemand mehr so hinters Licht führen wird. Dann macht er sich davon. Ein wenig enttäuscht, dass er nicht länger bleiben wollte, schippere ich nun auf dem Moor weiter. Da, was ist das? Plötzlich zerreißt ein scharfer Schrei die Luft. In meinen Adern stockt das Blut. Als ich den Kopf hebe, sehe ich eine Schlangenfrau. Mir scheint, sie klagt und jammert. Ich frage mich, was mit der armen Frau passiert ist. Also lade ich sie ein, mir ihre Geschichte zu erzählen, falls das ihre Qualen ein wenig erleichtern kann. Sie erzählt mir, wie es kam, dass sie eine Schlangenfrau wurde, wie ihr Vertrauen gebrochen wurde von dem Mann, den sie geheiratet hatte. Nun war sie verdammt. Ich versuche sie zu trösten und sage, dass sie meine neue Freundin sein kann. Sie dankt mir, dass ich ihr zugehört habe und bietet mir an, mich auf ihrem Rücken durch die Lüfte zu tragen. Was für ein wundervolles Geschenk! Ich bin noch nie geflogen. Aber ich fühle mich zum Abflug bereit. Ich spüre, wie der Wind mich streichelt. Ich fühle ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit. Und ich wünsche, dass dies so lange dauert wie die Ewigkeit. Von hier oben scheint alles, was dort unten ist, so klein. Nach der Landung umarme ich meine neue Freundin. Dank ihr habe ich so viel gesehen und gelernt. Sie lächelt und dankt auch mir. Dann ist sie fort. Als ich mich umschaue, überfällt mich ein seltsames Gefühl. Alle sind so aufgeregt. Erschreckte Hirten und Dorfbewohner rennen panisch umher und schreien: jagt den Wolf, den Wolf, den Wolf! Auch ich fange an, in Panik zu geraten. Hat der Wolf mich doch verfolgt und mich eingeholt? Jedoch da bemerke ich, dass dieser Aufruhr jemandem
Spaß macht. Dort drüben sitzt ein Kind und schmunzelt ganz friedlich. Ich begreife rasch, das Ganze ist nichts als eine Ablenkung. Du kleiner Schelm, hältst du sie alle zum Narren? Was wirst du denn an dem Tag machen, an dem ein richtiger Wolf eure Herden angreift? Wie sehr auch immer du schreien wirst, niemand wird dir glauben, niemand wird dir helfen. Dem kleinen Schelm ist das sofort sehr peinlich. Er beeilt sich, zu den Hirten zu gehen und sich zu entschuldigen. Erst streiten sie sich und diskutieren darüber, aber schließlich danken sie ihm, dass er es ehrlich gesagt hat. Da kommt mir eine gute Idee. Ich schlage dem Kind vor, wenn dir langweilig ist und du Unterhaltung brauchst, da könnte dir mein Abenteuer gefallen. Und für mich wäre es schön, diese Reise mit jemand zu teilen und einen neuen Freund zu haben. Und siehe da, schon machen sich die beiden gemeinsam auf den Weg. Da, ich höre Blasinstrumente. Das kommt vom Nachbardorf, sagt das Kind. Das ist gar nicht weit, ich zeig dir, wo das ist. Oh, ist das schön, so viele frohe Menschen zusammenzusehen. Sie tanzen im Dreier- und Vierertakt der Musik. Bei diesem Tanz hält man sich nicht aneinander fest. Kein anderes Volk könnte gewichtiger und zugleich so leidenschaftlich tanzen. Wir bewundern die verschiedenen leichten und schwierigen Figuren, mit denen sie über den Platz tanzen. Komm, da machen wir auch mit, ermuntere ich meinen Kameraden. Wir sind überglücklich, dass wir diesen Moment der Verbundenheit mit ihnen teilen dürfen. Aber plötzlich fällt mir mein Ziel ein, das Musikfest. Sind wir dabei, es zu verpassen? Wir müssen dorthin, was auch immer es kostet. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Mein etwas abgezehrter Nebensitzer sagt uns, dass wir einen großen Teil der Strecke ganz einfach hinter uns bringen können mit dem Zug. Hurra, ruft das Kind und hüpft vor Freude. Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren. Sobald wir eingestiegen sind, sehen wir zwei Reisende, die ziemlich schwer mit Gepäck beladen sind. Ein Hund ist auch dabei. Das Kind steht auf, um ihnen zu helfen. Vielen Dank, sagt der eine mit einem etwas seltsamen englischen Akzent. Ein großer Mann mit einer rätselhaften Art. Der Jüngere ist aus Paris. Sie hatten eine verrückte Wette gemacht. In nur 80 Tagen wollten sie um die Welt reisen. Unsere Reise bestand aus lauter Umwegen. Niemals wäre es möglich gewesen, unser Ziel in so kurzer Zeit zu erreichen. In Indien retteten wir eine junge Frau vom Scheiterhaufen. Mein treuer Freund wurde sogar ins Gefängnis gesperrt. Wir beide hören erstaunt zu. Was für fantastische Abenteuer! Der Schaffner unterbricht uns kurz und zeigt auf eine riesige Brücke. Dieses Viadukt von Barajol ist aus Vulkangestein gebaut. Es ruht auf 12 Bögen und ist mehr als 300 Meter lang. Ich genieße nun jeden Moment der Reise. Wir durchqueren Berge und Täler. Meine Augen wandern durch die Landschaft, während mein Kopf mit den Wolken Träume verfolgt. Kaum sind wir aus dem Zug gestiegen, da jagt der Hund einem Hasen nach und ist verschwunden. Wir müssen ihn unbedingt wiederfinden. Es ist der Hund des berühmten Kapitäns Hatteras. Suchend rennen wir los. Nach langem hören wir ihn weit in der Ferne bellen. Sein Gebell führt uns zu einem Loch im Boden. Unsere beiden Abenteurer sind offensichtlich etwas in Eile. Rasch nehmen sie den Hund an die Leine und heben die Hand zum Gruß. Mein Freund und ich stehen neugierig vor dem Loch. So einen großen Tierbau habe ich noch nie gesehen. Sollen wir hineinschauen? Wow! Was für eine Überraschung! Unsere Augen öffnen sich weit. Wo wir auch hinschauen, von allen Seiten schauen uns wunderschöne Tiere an.
Die Wände haben Formen wie Tiere, bemalt mit riesigen Bisons, Rehen, Bären und Pferden. Schau dir bloß all diese Tiere an, wie schön die sind. Die sind aus einer uralten Zeit. Hast du jemals so was Schönes gesehen? Der Eingang ist weit oben. Wir können da nicht wieder hinauf. Hier unten ist es windgeschützt und mild. Sollen wir weiter hineingehen und dem Gang folgen? Dort wird es dunkler, bis wir auch unseren Schatten nicht mehr sehen. Aber es fühlt sich nicht dunkel an. Wir laufen weiter, doch es ist, als ob die schönen Bilder mit uns gehen. Wie friedlich diese Tiere sind. Sanft und freundlich hören wir sie atmen. Oder ist es unser Atem? Es ist vollkommen still hier drin. Nur ein sanftes Klopfen begleitet uns ganz zuverlässig. Ist das unser Herz oder das Herz der Tiere? Wir wandern wie im Traum. Wie lange, wissen wir nicht. Als wir den Ausgang erreichen, sagt uns ein Schild, dass wir dort wieder auf dem Erdboden sind. Im Wald von Irati. Da donnert ein Ruf durch den Wald, ganz anders als der Schrei der Schlangenfrau. Ein Ruf, der uns warnt vor einer großen Veränderung. Der Himmel bedeckt sich bedrohlich, die Wolken werden schwarz und wir rennen, was wir nur können. Zum Glück öffnet eine andere Höhle uns ihr Tor. Kaum sind wir drin, tobt draußen ein Sturm los. Ich krieg Angst. Da spricht eine leise Stimme beruhigend. Hörst du den Himmel? Er spielt die Trommel. Die Wolken leuchten hell. Die Bäume tanzen. Der Wind pfeift die Musik dazu. Ich schaue das Kind neben mir an. Aber seine Lippen haben sich nicht bewegt. Als ich mich umdrehe, entdecke ich eine Frau mit goldenen Haaren. Etwas hält meinen Blick fest. Ich starre sie an und denke, ich träume. An ihren Füßen sind Flossen. Ich bin eine Lamina, sagt sie leise. Dann spricht sie weiter. Habt ihr den Ruf des Herrn des Waldes gehört? Er hilft verirrten Wanderern, dass sie Zuflucht finden. Nun kommt die Nacht, da fängt meine Arbeit an. Wollt ihr mit mir kommen? Wohin? Lasst uns nach diesem Unwetter eine gute Brücke bauen für die Leute im Dorf. Sie können sonst gar nicht mehr von einem Haus zum anderen gelangen. Sehr gerne helfen wir der freundlichen Lamina. Als die Sonnenstrahlen allmählich wieder hinter dem Berg heraufkommen, muss sie zurück in ihr Versteck. Diese Stunden harter Arbeit verflogen im Nu. Und was wir geschafft haben, macht uns überglücklich. Diese Brücke wird für die Bewohner immer eine große Erleichterung sein und immer ein großes Rätsel bleiben. Als wir nun aufbrechen wollen, schenkt uns die Lamina Stiefel und schaut uns geheimnisvoll an. Sie werden euch eine kleine Hilfe bieten. Wartet, nur einen Augenblick, ihr werdet sehen. Nach wenigen Schritten bemerken wir, dass wir soeben eine Strecke zurückgelegt haben, die sonst mehrere Stunden dauert. 7 Meilen, Stiefel, rufen wir beherzt. Jetzt überqueren wir die Pyrenäen wie im Flug und die gewaltigen Berge umgeben uns wie Meereswellen im blauen Dunst der Morgensonne. Wir bewundern Wasserfälle und Bäche, das frische Tannengrün und diese tanzenden Lichter auf den Schneegipfeln. Das wird immer eine unvergessliche Quelle der Inspiration für uns bleiben. Auf dem Weg nach Montpellier beginnen wir zu singen. Auf diese Weise kann ich mich schon mal üben. Als wir dort sind, machen wir eine Pause am Meer und mein Begleiter bringt mir das Schwimmen bei. Als der Abend kommt, schauen wir nach dem Sternenhimmel und nach der Milchstraße, um unsere Richtung zu halten. Wir wollen weiter. Jetzt soll uns nichts mehr aufhalten. Hüpfend durchqueren wir die Felder. Da kommt ein alter Bauer.
Ihr solltet vorsichtig sein auf dem Weg durch diese Felder. Da gibt es einen riesigen Wolf, der Frauen und Kinder frisst. Es ist das Tier von Gévaudan. Da wir keine Angst mehr vor Wölfen haben, setzen wir unsere Reise jedoch sorglos fort. Da, plötzlich, der Wolf, schreit das Kind. Ich drehe mich blitzartig um und sehe, das Untier von Gévaudan, viel größer, viel erschreckender, als ich mir je vorstellen konnte. Weit reißt es seinen Rachen auf, um das Kind zu verschlingen. Hier hilft kein lautes Schreien mehr. Hier hilft nur noch Davonrennen. Wir rennen um unser Leben, aber das Untier ist so schnell wie wir. Bald sind wir am Ende unserer Kräfte. Während dem Rennen fällt mir das Elixier aus meiner Tasche. Nein, schreie ich und will es holen. Du musst es zurücklassen. Wir werden verschlungen. Mein Kamerad zerrt mich weiter. Der Wolf hält an und schnuppert an der Flasche. Das nutzen wir und schlüpfen schnell hinter einen großen Felsen. Als wir uns zitternd in eine Ecke kauern, bewegt sich der Fels plötzlich. Ein Riese, ruft das Kind mit weit aufgerissenen Augen. Kommt hier hinein in die Höhlung unter meiner Hand, sagt eine tiefe, gutmütige Stimme. Perfekt, wir sind total außer Puste. Ja, hier könnt ihr ausruhen. Nach einigen Stunden gab der Wolf die Suche nach uns auf. Wir fühlen uns in Sicherheit. Er hat wahrscheinlich anderes Wild gejagt. Ich heiße Gargantua. Nehmt euch das nächste Mal die Zeit, auf den Rat eines Bauern zu hören. Ich möchte Gargantua danken und fange an zu weinen, weil ich habe nichts, das ich ihm geben kann. Das Geschenk meiner gallischen Freunde habe ich verloren. Dann nimmt mich das Kind in seine Arme. Dieses Geschenk hat uns das Leben gerettet. Du solltest jetzt lachen. Auf, lass uns weiter wandern. In der nächsten Nacht meiden wir die Felder. Wir gehen nach Lyon und da, welche Überraschung, treffe ich Antoine. Oder besser gesagt, seine Statue. Das letzte Mal, als ich ihn sah, reparierte er seine Flugmaschine. Er ist ein Reisender und ist mein Schöpfer. Ich hoffe, er wird pünktlich bei dem Fest heute sein. Schon ganz früh am Morgen eilen wir weiter über die Rhone. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Ziel. Klatsch! Was war das? Klatsch! Schon wieder. Das Flusswasser spritzt rings um uns. Wir sehen Stiefel in der Flut verschwinden. In der Eile hat jeder von uns einen Stiefel verloren. Mein Kamerad will nach ihnen tauchen. Ich halte ihn zurück. Wir haben keine Zeit mehr anzuhalten. Wir müssen weiter. Jeder mit einem Stiefel springen wir über Städte, Dörfer und Felder. Hoffentlich ist das Fest nicht schon zu Ende, bevor wir dort sind. Da, in der Ferne, ein anderer Ton. Melodien, Trommeln. Unser Ziel. Wir hören es schon. Die Musik kommt näher und näher. Unsere Beine werden schneller und schneller. Immer mehr verschiedene Instrumente sind zu hören. Diese verschiedenen Klänge ziehen uns in ihren Bann. Jetzt sehen wir auch die Spieler. Keinen Zweifel, wir sind da. Wir sind am Ziel. Es ist der längste Tag des Jahres. Alle kommen zusammen, spielen und tanzen und feiern die Musik. Überall in den Straßen und Parks, in Museen und Bahnhöfen, Kaufläden, Ämtern, Schulen, Fabriken machen die Leute Musik. Die Krähen im Rhythmus der Piano und die Zikaden mit den Saxos. Das Fest ist für alle da, auch alle Geschöpfe sind da. Die Musik mischt sich mit Sommerduft, die Sprache aller vibriert in der Luft. Musik ist die Sprache, die jeder versteht, die Sprache, die niemals im Winde verweht. Die Sprache, die aus dem Herzen spricht, zu jedem Herzen und keines bricht. Musik ist die Sprache, die jedem hilft, die Kraft gibt
und die Schmerzen stillt. Musik ist die Sprache, die jeder versteht und die daher niemals im Winde verweht. Jetzt bist du dran, ruft mir das Kind zu. Du bist eine Spieluhr. Es ist der perfekte Ort für dich. Das ist unmöglich. Ich bin viel zu überwältigt. Und ich hatte doch keine Zeit zu üben. Ich kann ja gar nicht spielen. Du hast alle Antworten schon. Schau tief in dich hinein und pack es an. Ich schließe meine Augen, erinnere mich an alle diese Abenteuer und tauche in das unbekannte Abenteuer, das vor mir liegt. An mir ziehen vorüber die Begegnungen, die mir so viel gegeben haben. Die Momente der Angst, der Freude, der Tränen, des Danks, Orte und Landschaften, die in meiner Erinnerung unauslöschlich eingraviert sind, sowie alle Lieder, die ich gehört habe. Ich erkenne, auf diese Reise kann ich stolz sein. Als der Applaus ertönt, traue ich meinen Augen nicht. Alle diese Leute rufen mir zu: Weiter, weiter! Ich werde zuversichtlich. Mein ganzes Herz lege ich hinein und spiele. Spiele stundenlang. Ich fühle, wie die Klänge sich ausbreiten. Und Glück ringsum verbreiten. Ich spüre eine tiefe Zufriedenheit. Da, plötzlich sehe ich im Publikum, neben meinem Kameraden, Antoine stehen. Er lächelt mir zu. Das Fest geht bald zu Ende. Es ist ein gelungenes Fest, das kann man wirklich sagen. Aber bevor es vorüber ist, lasst mich noch ein letztes Bild zeichnen. Ich wurde im Monat Mai geschaffen. Ich machte mich auf eine abenteuerliche Wanderschaft. Ich habe viele Geschöpfe getroffen. Einige von ihnen haben es mir schwer gemacht. Aber die meisten zeigten Liebe und halfen mir. Wir erlebten zusammen eine echte Verbundenheit. Ja, ich würde das sogar Freundschaft nennen. Es ist mir wichtig, allen zu danken. Ihr alle habt mich inspiriert. So habe ich gelernt, über mich selbst hinauszuwachsen, an meine Fähigkeiten zu glauben. Jetzt bin ich bereit, mehr denn je zuvor. Ich will reisen und singen und herausfinden, was die Welt und ich zusammen tun können. Mit seinem Flugzeug bringt Antoine meinen Kameraden direkt nach Hause zu seiner Familie. Dann wenden wir uns neuen Horizonten zu. Wenn ich kein Physiker geworden wäre, wäre ich vermutlich Musiker geworden. Ich denke oft in Musik. Ich lebe meine Tagträume in Musik. Ich sehe mein Leben als Ausdruck der Musik. Albert Einstein.